Hi, ich bin Caro. Und ich bin Robin. Robin, weißt du eigentlich, wie man richtig sitzt? Na klar. Nee, so wie wenn du schreiben oder lernen würdest. Ah, so? Auch nicht ganz. Aber keine Sorge, heute zeigen wir euch, wie man richtig sitzt. Los geht's. Rutsch auf deinem Stuhl leicht nach vorne. Schritt 1 ist die richtige Fußstellung. Stell deine Füße schulterbreit nebeneinander. Nimm dir die 90-Grad-Regel als Orientierung. Also 90 Grad. Den Fußgelenk, im Kniegelenk und im Hüftgelenk. Und nun drücke mit der ganzen Fußsohle auf den Boden. Merkst du, wo die Spannung entsteht? Rumpf. Genau. Und diese Spannung benötigen wir, damit unser Körper richtig sitzt. Wir machen es noch dreimal gemeinsam. Drücke deine Füße in den Boden und entspann wieder. Ein zweites Mal. Und locker lassen. Und ein letztes Mal. Und entspannen. Als nächstes nehmen wir eine korrekte Beckenposition ein. Wir schieben unser Becken nach vorne und dadurch merken wir, wie wir uns automatisch aufrichten. Um den Unterschied deutlich zu machen, kippe dein Becken zurück. Jetzt beginnen wir wieder mit Schritt 1. Füße in den Boden, Becken nach vorne und lösen. Ein letztes Mal, Füße, Becken und lösen. Jetzt müssen wir noch den Bauch anspannen. Ziehe deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule, aber nur so, dass du noch ganz entspannt atmen kannst. Löse wieder und dann beginnen wir mit Schritt 1. Drücke die Füße in den Boden, kippe das Becken nach vorne und spanne den Bauch an. Löse wieder und wir beginnen mit den Füßen. Kippen das Becken nach vorne und ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und ein letztes Mal. Füße, Becken und Bauch. Als vierten Schritt ziehen wir nun leicht unsere Schulterblätter nach hinten unten. Achte darauf, dass die Schultern weg von den Ohren sind. Jetzt kombinieren wir Schritt 1 bis 4. Wir drücken die Füße in den Boden, bringen unser Becken nach vorne, spannen den Bauch an und bringen die Schulterblätter leicht nach hinten unten. Nochmal lösen. Noch zweimal. Füße in den Boden, Becken nach vorne, Bauch anspannen und Schulter nach hinten unten. Und lösen. Und ein letztes Mal. Füße, Becken, Bauch, Schulterblätter und lösen. Und jetzt müssen wir nur noch unseren Kopf richtig halten. Dafür machen wir zunächst die Schildkröte. Wir schieben unser Kinn nach vorne und wieder zurück. Und nochmal. Vorne und zurück. Und jetzt versuchen wir, alle fünf Schritte zu kombinieren. Drücke dafür zunächst deine Füße in den Boden, kippe dein Becken nach vorne, spanne deinen Bauch an, ziehe deine Schulterblätter nach hinten und schiebe dein Kinn zurück. Nochmal lockern und noch einmal. Füße in den Boden, Becken nach vorne, Bauch anspannen, Schultern zurück. Und das Kinn nach hinten schieben. Und wir lösen. Und um das Ganze noch ein wenig zu steigern, üben wir mit unseren Händen Druck auf unseren Oberschenkel aus. Und wir starten nochmal von vorne. Füße, Becken, Bauch, Schulterblätter und Kinn. Wir lösen. Robin, weißt du jetzt, wie man richtig sitzt? Ja, jetzt weiß ich, wie ich richtig sitzen muss. Und wir stehen auf. Schüttet eure Hände und Füße aus. Rollt jetzt euren Oberkörper Wirbel für Wirbel ab, bis eure Hände die Knie berühren. Kommt langsam nochmal zurück. Und das war's. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wisst jetzt, wie man richtig sitzt. Bis zum nächsten Mal mit Short Break, Sport Break. Tschüss. Ciao. Thank you.